glaube, ich habe da eben ein bisschen überreagiert, wegen der Sache mit Kim. Die Kleine hat sich in den Kopf gesetzt, mich anzubaggern. Olli, was soll ich denn machen? Nie wieder eine Frau ansehen, weil du sonst denken könntest, unsere Beziehung bedeutet mir nichts mehr? Schon klar. Ich habe eben halt noch mal gemerkt, wie nah mir das alles geht. Dagegen kann ich einfach nichts machen. Kann ich denn was machen? Ich habe gedacht, wenn wir über alles reden, uns drüber unterhalten, dann wird's wieder wie früher. Aber die Sache mit Jessica hat einfach zu viele Zweifel aufkommen lassen. Du vertraust mir nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich will dich auch nicht ewig warten lassen oder dich ständig enttäuschen. Lass uns doch einfach einen schönen Abend heute verbringen. Ich koche uns was. Und wir müssen auch nicht reden, wenn du willst. Ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Ich weiß aber noch nicht, wie lange ich unten mache. Kein Problem. Lass dir Zeit, ich kann warten. Und harmonische Ehe. Und dass ihr für uns in Zukunft immer so ein leckeres Essen macht wie heute. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Hey. Hey. Ich dachte schon, du wärst wieder abgehauen. Ich wollte dich nicht aufwecken. Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so gut geschlafen habe. Oder eher gesagt, so wenig. Wo sind eigentlich Helena und Andi? Schlafen die noch? Nee, die habe ich gestern vorsorglich ausquartiert. Ich wollte, dass wir allein sind. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir es wieder so schnell hinkriegen. Aber der Abend gestern, der war perfekt. Das war's jetzt, oder wie? Bisschen vögeln und die Welt ist wieder in Ordnung. Christian, du weißt selbst, dass das so nicht läuft. Woher kommt das denn jetzt? Sorry, aber bei mir geht das nicht so schnell. Schnell? Olivier! Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und eine gemeinsame Zukunft. Hast du das schon vergessen? Hier. Das hier. Das sind wir, wie wir uns versprechen, das Leben gemeinsam zu meistern, über Krisen wie diese hinwegzukommen. Aber vielleicht ist die hier eine Nummer zu groß für uns. Nur wegen Jessica? Als sie uns Lilly weggenommen haben und ich gemerkt habe, dass ich mir viel mehr eine Familie wünsche als du. Da ist irgendwas mir zerbrochen. Aber ich liebe dich. Und ich weiß, dass man für Liebe Opfer bringen muss. Doch dann ist das mit Jessica passiert. Opfer Nummer zwei. Und die Vorstellung, dass du wieder was mit einer Frau haben könntest, ist hier in meinem Kopf. Christian, wenn du mich anfasst oder mich anguckst, dann frage ich mich, an wen du gerade denkst. An dich? Olli, ich kann auf dich warten. Ich kann um dich kämpfen. Ich kann dir jeden Tag aufs Neue versichern, dass ich dich liebe. Christian. Aber das kann ich nur, wenn du mir versprichst, dass es dir was bedeutet. Im Moment habe ich einfach nur noch Angst. Die ganze Enttäuschung. Ich kann da nicht noch mal durch. Das musst du auch nicht.
Und genau das will ich glauben. Aber das schaffe ich gerade nicht. Ich brauche eine Auszeit. Tut mir leid. Egal, wie groß die Liebe angeblich war, irgendwann fällt jeder aus seiner rosa Wolke. Zum Beispiel, wenn der eine begreift, dass er mehr liebt als der andere und nur schwer loslassen kann. Und genau das ist derjenige, der den Kürzeren zieht. Ich hab dann alles. Man versucht, sich die Niederlage mit allen Mitteln schönzureden, um dem Schmerz zu entgehen und die Angst zu verdrängen, man könnte den anderen für immer verlieren. Vielleicht ist es gut, mal ein bisschen auf Abstand zu gehen, damit man mal einen klaren Kopf bekommt. Pass auf dich auf. Auch wenn uns das nicht zu glücklicheren Menschen macht. Aber wer braucht schon Glück im Leben? Je weniger wir zu verlieren haben, desto besser.